shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe einen neuen Unlimited Money Glitch für euch. Und zwar der ist richtig geil, weil ihr könnt permanent irgendwelche Autos verdoppeln, also die Lowrider verdoppeln. Das Einzige, was halt wichtig bei dem Money Glitch ist, dass ihr ein bisschen Geld habt. Also, und ihr braucht halt einen Kumpel. Weil ihr müsst ein bisschen was investieren und ja, da braucht ihr halt ein bisschen Geld. Falls ihr überhaupt gar kein Geld habt, ich habe unten in der Videobeschreibung zwei Videos reingehauen, wo ihr noch schnell ziemlich schnell Geld farmen könnt. Also spielt irgendwelche Heists oder irgendwelche Missionen. Ich habe da zwei Videos vorbereitet vor längerem, die könnt ihr euch anschauen, falls ihr gar kein Geld habt. Je mehr Geld ihr habt, desto mehr Geld könnt ihr natürlich damit auch machen. So, was ihr natürlich noch braucht, ich zeige euch das gerade mal. Und zwar, wenn ihr den Mechaniker anruft, dann seht ihr, welches Apartment ganz oben bei euch steht. So, jetzt müssen wir kurz warten. Und zwar hier. Bei mir ist es 3 Alta Street, Apartment 57. Welches Apartment da bei euch steht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also es kann der Eclipse Tower sein oder Del Piero Heights oder so. Scheißegal welches. Ich habe mich halt jetzt für dieses entschieden, weil es halt näher an Bennys Garage ist. Das braucht ihr natürlich auch. Und ja, deswegen ganz wichtig, das oberste Apartment, nur mit diesem funktioniert es. Ob ihr jetzt ein Apartment habt oder 3 oder 5, spielt keine Rolle. Und welches das oberste ist, spielt auch keine Rolle. Ich habe mich halt jetzt für das entschieden. Und wenn ich da jetzt mal reingehe, dann seht ihr, dass ich alles voller Allergies habe. Die sind kostenlos, wenn ihr euch im Social Club angemeldet habt. Ihr könnt das Ganze auch mit Karin Rebels machen oder anderen versicherten Fahrzeugen. Das spielt erstmal gar keine Rolle. Ich würde euch allerdings empfehlen, das mit einem Allergy zu machen. So, was ihr jetzt dazu machen müsst, ihr geht auf jeden Fall erstmal in eure Garage und fährt einen Allergy raus. Und der muss auf Platz 1 sein, das ist ganz wichtig. So, und wenn ihr den jetzt draußen auf der Straße habt, dann müsst ihr euch erstmal irgendeinen Lowrider von der Straße holen. Also dann müsst ihr ein bisschen rumfahren, ein bisschen suchen. Aber es muss halt wirklich ein Lowrider von der Straße sein. Und ich gehe jetzt mal auf die Suche nach dem Lowrider. Und sobald ich einen gefunden habe, melde ich mich gleich wieder zurück, ne? So, also bei mir hat es jetzt ein bisschen gedauert, bis ich endlich so ein scheiß Fahrzeug für Bennys Garage gefunden habe. Aber wenn ihr dann einen habt, dann müsst ihr in das Fahrzeug einsteigen, das für Benny verfügbar ist. Und euer Kumpel muss dann in dem Allergy drin sitzen bleiben. Dann nehmt ihr einfach dieses Fahrzeug für Bennys Garage, ne? Und fährt es erstmal in Bennys Garage rein. Wenn ihr dann also jetzt in Bennys Garage mit dem Fahrzeug angekommen seid, müsst ihr nur das erste Tunen, also hier auf Aufrüsten, das kostet jetzt fast 400.000 Dollar, die müsst ihr halt anfangs investieren, aber danach, ihr habt das Geld ja sofort wieder drin, also das ist gar kein Problem. Dann rüstet ihr dieses Fahrzeug auf. So, wenn ihr das Fahrzeug dann aufgetunt habt, fährt ihr direkt wieder in eure Garage zurück. So, sobald ihr dann in der Garage seid, seht ihr ja schon, dass das Auto auf Stellplatz 1 ist. Danach müsst ihr einfach ins Internet gehen und euch nochmal so einen Allergy kaufen. Und den stellt ihr dann auf Platz 1. Das ist ganz wichtig. So, dann ist das Auto ja weg. Dann geht ihr hier in den blauen Kreis, um eure Autos zu verschieben. Dann nehmt ihr einfach den Allergy auf Platz 6. Das ist dann der in der zweiten Reihe hier drüben. Und setzt den dahin, wo der unsichtbare Platz gerade ist. So. So, jetzt müsst ihr einfach nur noch warten, bis der Allergy geliefert wird, dass er hier sichtbar ist. Und müsst dann, sobald er dann da ist, hier mit diesem ersten Allergy wieder aus der Garage rausfahren. So, das Fahrzeug ist jetzt gespawnt, also fahre ich jetzt mit dem ersten Allergy aus der Garage raus. Und wenn ihr natürlich mit eurem Kumpel cool seid, dann organisiert ihr bis dahin schon mal einen Lowrider. Dann habt ihr nicht so lange Wartezeiten und den fahrt ihr jetzt in Bennys Garage und tunt den so weit auf, wie ihr eigentlich wollt. So, euer Kumpel steigt währenddessen wieder in den Allergy ein. Ich weiß es nicht, ob das wirklich zwingend notwendig ist, aber wir haben es halt so getestet und es hat so funktioniert. So, wenn ihr ihn jetzt voll aufgetunt habt, dann fahrt ihr ihn zurück in die Garage und stellt dieses Fahrzeug auf Platz 5. Und danach geht ihr einfach nur aus der Garage raus und fordert euer persönliches Fahrzeug wieder an. So, und wie ihr seht, er wurde auf jeden Fall schon mal dupliziert. Das ist ja schon mal interessant. Jetzt fahren wir das ganze Fahrzeug wieder zurück in die Garage. Und wie ihr seht, ich habe jetzt schon 3 Lowrider von der gleichen Marke und habe aber nur einen dafür bezahlt, also voll aufgetunt. Und es könnt ihr jetzt die ganze Zeit wieder machen. Also ihr könnt wieder aus der Garage rausgehen, müsst natürlich jetzt kurz 5 Minuten warten, bis ihr wieder euer nächstes Fahrzeug anfordern könnt und könnt somit die komplette Garage vollhauen. Wichtig ist nur, dass der Stellplatz 1 und 5 nicht ersetzt wird. Und ja, wenn ihr euch daran haltet, könnt ihr eigentlich eure ganze Garage in kürzester Zeit voll machen und könnt ihr natürlich auch alle wieder verkaufen.
Ich habe jetzt noch 4 Minuten, das warte ich noch kurz ab und dann sehen wir uns gleich wieder und ich zeige euch, dass ihr die verkaufen könnt und dass es wirklich einen Haufen Geld gibt. So, wenn ihr dann jetzt hier in dem Menü seid und euer Fahrzeug wieder anfordern könnt, dann drückt ihr einfach mal X und fordert euer nächstes Fahrzeug an. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert. Dann müsst ihr ganz kurz warten, bis es dann wieder auf der Karte erscheint. So, dann steigt ihr ganz normal in euer Fahrzeug ein und fährt auch dieses wieder zurück in die Garage. Ersetzt es natürlich wieder mit dem Elegy und wie ihr seht, schon 4 Lowrider in der Garage. Und ich zeige euch jetzt gerade mal, dass ihr die auch verkaufen könnt. Und theoretisch könnt ihr, solange ihr den Platz 1 und Platz 5 nicht ersetzt, all eure Garagen voll machen. Das heißt, wenn ihr mit dem zweiten Charakter unterwegs seid, könnt ihr ja bis zu 48 Fahrzeuge duplizieren. Und am Schluss halt noch die anderen zwei oder den, zumindest mal den einen. Dann habt ihr 49 Fahrzeuge gemacht in kurzer Zeit. Müsst halt immer 5 Minuten warten wegen Mechaniker, dass der euch das Fahrzeug bringt. Beziehungsweise persönliches Fahrzeug anfordern, das ist wichtig. Nicht über den Mechaniker. Habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. So, jetzt fahren wir mal das ganze Auto zum Verkaufen, um euch das zu zeigen, wie viel Geld es dann gibt. So, und für dieses Fahrzeug bekomme ich jetzt nun 700.000 Dollar. Und in der Garage sind auch noch die anderen Lowrider zur Verfügung. Also das könnt ihr jetzt die ganze Zeit machen, bis ihr meint, ja, genug Geld. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.